Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Heroes of the Storm. Mit einem neuen Patch, der aufgespielt wurde. Und zwar seht ihr das hier schon an der Seite. Da gibt es nämlich jetzt eine kleine Änderung. Die täglichen Quests werden also nicht mehr über das Profil direkt angezeigt, sondern hier über diesen kleinen Button, der versteckt ist unten. Und da seht ihr dann auch schon, mit Level 40 gibt es die Teamliga. Also noch eine kleine Erweiterung zu den gewerteten Spielen von der Heldenliga aus, Teamliga, dann wird nicht nur euer Profil, also euer Profil wird dann eigentlich gar nicht mehr hochgepusht, was die Wertung angeht, sondern die Gruppe an sich, die fünf Leute, die diese Gruppe zusammenspielen, da wird die Gruppe halt an und für sich gepusht. Also so ähnlich wie die gewerteten Schlachtfelder, könnte man sagen. Und die Arena, die sind ja auch beide voneinander getrennt. Von der Wertung. So ähnlich wird das dann wahrscheinlich sein. Das ist nicht das Einzige, was neu ist. Denn Blizzard hat ein bisschen was in der Profilansicht gemacht. Jetzt ist es möglich, sich so ein bisschen über das Profil zu informieren. Da haben wir erstmal die Profilübersicht. Die meisten Spiele, welche Helden ich am meisten gespielt habe. Der jüngste Sieg. Allgemeine Information, was habe ich am meisten gespielt von den ganzen Spielen. 196 Spiele habe ich. Dann haben wir Heldenliga-Rang und wahrscheinlich die Teamliga-Rang. Gegen die KI haben wir hier noch. Und danach war die Spielerstufe und Helden insgesamt. Ja. Dann gibt es natürlich noch den Fortschritt in allgemein und die Siegbelohnungen dazu, die man bekommt mit den jeweiligen Stufen. 32 bin ich momentan, nicht mal lange, dann bin ich 33. Dann natürlich die Heldensammlung mit den einzelnen Stufen. Da gibt es einige, die ich noch gar nicht gespielt habe. Und freigeschaltet sind auch noch nicht alle. Natürlich auch eine praktische Suchfunktion. Also das Profil an und für sich ist schon mal ganz nett bisher geworden. Und die Spielübersicht haben wir noch, die letzten Spiele. Vor 3 Minuten habe ich gerade ein Spiel gemacht, was leider wieder verloren gegangen ist. Da sieht man dann auch, als Beispiel habe ich das mal gemacht, war ein Schnellmodus-Spiel mit Jaina gespielt, Drachengärten. Und dann halt auch die Zusammensetzung der Gruppe. Dann haben wir die Statistiken, auch ganz interessant. Meiste Kills mit Jaina, meiste Tode mit Jaina, 6 und 9. Also das interessiert mich tatsächlich auch so ein bisschen, die Statistiken aktuelle Saison, 88 Siege und dann hier die Statistiken auf den einzelnen Karten, was ja auch ganz nett ist. Und dann haben wir hier am Ende natürlich noch die Porträts. Und ja, das ist also neu mit dem Patch gekommen und natürlich, was neu ist, sind die Lost Vikings, die jetzt endlich spielbar sind. Nach Thrall gibt es jetzt also die Lost Vikings als spielbaren Charakter. Ich habe sie mir noch nicht ganz angeguckt, das werde ich dann mal machen, wenn sie freigeschaltet sind als Rotationsset oder eben, wenn ich sie mir dann mal hole für 15.000 Gold. So, aber ich würde sagen, wir spielen eine Runde und zwar spiele ich jetzt, machen wir mal eine Runde mit Jaina. Ich musste mich jetzt erstmal einmal reinfuchsen in Jaina wieder und habe jetzt Lust mit Jaina zu spielen. Und während wir hier die Quest nochmal angucken, wir brauchen also noch einen Star-Cocktail. Und ja, schauen wir einfach mal, wie es läuft. Spielen wir eine Runde mit Jaina. Ich mache mal nochmal kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, weiter geht's. Folge 25 von Heroes of the Storm mit den Quick Matches und dann gehen wir gleich rein. Spielen wir eine Runde mit Jaina. Ich weiß gar nicht, ob ich Jaina schon mal gespielt habe auf meinem Kanal. Ob ich das Video da online gestellt habe, ich weiß es gar nicht. Ja, ich habe eben gerade schon ein Match mit Jaina gespielt und das war eine absolute Katastrophe. Und ich hoffe, dass es jetzt einfach mal besser wird. Wir haben nicht wirklich einen Supporter. Ich weiß nicht, Tyrael ist glaube ich nur Krieger. Und wir müssen das mit den Tributen machen. Das wird interessant, das Spiel. Gucken wir mal. Diese Woche also ein paar mehr Spiele bis
24, Folge 25, 26, 27, 28 und 29, also wir kratzen an der 30er Marke. Soundtrack gibt es natürlich auch neuen, gerade im Ladescreen. Ja, während es hier auch, jetzt geht's weiter, okay. So, gucken wir mal. Ja, es lädt und lädt und lädt. Ich hoffe, das Spiel ist jetzt nicht abgestürzt oder die Server sind down. Aber nein, okay. So, wie spielen wir denn Jaina? Erhöht die Verlangsamung, erhöht die Dauer, erhöht die Reichweite. Das werde ich, glaube ich, mal machen. Alles auf Reichweite. Das ist immer so mein Plan mit Jaina. Weil mit dem passiven Bonus spiele ich sehr ungern. Ich gehe mal runter. Der Kampf beginnt in 10 Sekunden. So, was war jetzt? Nicht ganz mitbekommen, was abging gerade. So, ich spiele mit Jaina in der Botlane. Schauen wir mal, ob ich da einigermaßen was alleine gerissen bekomme, aber ich bezweifle es ehrlich gesagt. Nur bis die Creeps kommen. Der versucht sich da. Der will die Tykes. Da sind sie. Ich verliere keine Zeit. Eben gerade gewesen. Wir mal kurz den Brunnen holen. Alleine wird das jetzt tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich verliere keine Zeit. Jetzt können wir mal ein bisschen offensiver gehen, weil unsere Jungs, die jetzt gekommen sind. Ich bin unterwegs. Oh. Das war ein bisschen zu spät. Habe ich Glück gehabt an der Stelle. Da ist ein bisschen sehr, sehr schwierig gegen. Gegen Sagara und gegen Lilly. So, ich werde das auf jeden Fall nehmen. Durchschlägt Ziel ist immer sehr super. Auch kein Mana mehr. Wie lange dauert es noch? 6 Sekunden, dann kann ich den Brunnen hier gleich mal nochmal schnappen. Helden, zollt mir Tribut und ich werde euch meine Lust gewähren. Meine
uns jetzt hier mal Sagara schnappen. Ah, das wird schwierig. Ja, den ersten haben wir schon mal erwischt. Schnell weg. Schauen wir, wie euch das gefällt. Ja, sehr schön. Komm, schnapp dir das Ding. Weg da unten. Achtung, da kommt Tyraje. Ich kümmere mich darum. Diablo hat's erwischt. Ich habe kein Mana mehr. Das macht die ganze Sache jetzt nämlich ziemlich beschissen. Ja, und da haben sie es. Ja, da konnte man jetzt nicht viel machen. Ich habe jetzt auch nicht so nicht viel Mana gehabt. Blockt automatisch Angriff von hinten und langsam Gegner. Vergrößert den Radius brauche ich eigentlich an der Stelle nicht. Ich glaube, ich nehme das mal mit der Rüstung, das ist immer gut. Schaut mal hier schon, naja, wen hat es denn jetzt erwischt? Hoffentlich keinen von uns. Ah, doch, ich habe hier jetzt erwischt. Das ist ein offenes an der Stelle. Fühlt sich gut an. Erstmal die Verteidigung. Ja, die spielen echt gut. Das muss man schon mal ihnen zugestehen. Einverstanden. Ihr habt mich dazu gezwungen. Wollen wir sehen, wer diesen beansprucht? Und ich muss mal schnell den Brunnen. Lasst uns gehen. Es wurde Zeit, dass ihr zurückkehrt. Mal, muss Diablo mal ein bisschen aufpassen jetzt hier. Jawoll! Einverstanden. Komm, schnapp ihn dir! Ah, verdammt! Ich muss zurück, ich muss zurück. Gut. Lili haben sie erwischt, das ist gut. Einverstanden. Mal schnell zurück, um hier zu verteidigen. Wegen des Frosts werde ich mal nehmen. Ich kümmere mich darum. Tyra, hier haben sie auch. Wir haben das Ding erwischt. Das ist sehr schön. 130 Sekunden. Können wir das Lager hier gleich mit einnehmen, Leute? Shit. Ich geh mal besser wieder zurück. Ich werde da jetzt nichts riskieren. Solltet euch beeilen. So, gehen wir da mal schnell hin. Söldnerlager hin oder her. Hoffentlich schaffen sie es noch rechtzeitig. Shit. Das war ganz gut. Jawoll, sehr schön. Das war's. Konzentriert euch auf diesen Helden.
Ja, da kommt halt einfach keiner. Shit, das hat nicht gereicht. Ah, es war wieder ein bisschen zu spät, aber wir haben Tyra ja erwischt, das ist gut. Erhöht die Einsatzreichweite, Bewegungsgeschwindigkeit. Sie sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Ich muss mal wieder ein bisschen aufpassen wegen dem Mana. Unten hin. Ich hoffe, Tyra hier ist da schnell genug gewesen jetzt. Nee, ist er nicht. Lasst uns gehen. Schön vorbei. Ja, aber zumindest haben wir das Ding. Also 2-2 sieht ganz gut aus. Da unten haben wir Ärger. Brunnen ist leider schon kaputt, das jetzt nicht so sonderlich geil ist. Jupp, hatte ich auch gerade im Sinn, holen wir sie uns. Vala gegen Vala, das könnte gut ausgehen, aber der hat sie sehr schön. Ich kümmere mich darum. Wenn ich vielleicht das Söldnerlager hier einnehme, ich würde mal kurz noch Mana tanken. Jetzt haben wir ganz viel Glück, dass wir hier oben gerade das Ding haben, was spawnt. Und da kommen sie. Ja! Ah, das war nur das Duplikat. Aber sie ist hier noch. Ich hab sie. Da ist er. Ja! Sehr schön! Ausgezeichneter Treffer! Hört sich gut an! Und das Hammer! Das sieht gut aus! Sehr schön gemacht, Leute! Da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt, dass wir hier vorne natürlich. Eure Gegner meinen Zorn spüren! Dass wir hier vorne die. Was wir gut gerade haben. So, was nehme ich als nächstes? Erhöht den, Schaden. Ich glaube, ich nehme mal jetzt mit dem zusätzlichen Eisstrauer. Aber du weißt nur, sehr schön. Gut getötet. Das gefällt. Aber eine gute Möglichkeit jetzt zu pushen an der Stelle. Ja! Komm schon! Ah, nicht so offensiv. Türreihe. Gut getötet. Schnell einen Heilbrunnen auf. Sollte uns etwas Zeit beschaffen. Leute, nicht zu offensiv, geht lieber zurück. Ja, sehr schön.
Haben wir sie rausgelockt. Tychus wird zwar jetzt erwischt haben, oder? Ah. Schade, ich habe sie hier gerade noch gesehen. Jetzt aber nicht ganz. Was ist denn das Double? Hier, ein Held hat den Kampf verlassen. Da unten ist Nova. Lasst uns gehen. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Das war auch nur wieder ihr Duplikat. Haben wir schon wieder gesehen. Ich gucke, dass ich da relativ zügig. Wenn sie jetzt nämlich vorbeikommt, dann gute Nacht. Ja, das wird nichts. Da sind wir jetzt ein bisschen sehr, sehr schwach auf der Brust. So, ich werde mal zurück in die Basis gehen und jetzt nichts weiter riskieren. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Wie steht's? 13-0 für mich. Aber das geht natürlich noch besser, weil da war Genken. Wer holt sich diesen? Lasst uns gehen. Mal, er braucht da auf jeden Fall Unterstützung. Nah an der Basis von Team Rot, das könnte eng werden. Da müssen wir relativ zügig hin. Versuch's mal. Ja! Komm! Türe hier besiegen! Jawoll! Sehr schön gemacht, aber wir haben Bada verloren. Ja! Komm, 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 komm! Yes! Sehr schön! Sehr schön. So. Ich werde mal hier den Brunnen mir schnappen. Ah, es lief ganz gut an der einen Stelle, aber sie haben jetzt das... Ja, das ist nur die Double. Da brauche ich gar nicht weiter gucken. Das Ding eingenommen. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön gemacht. Sehr schön. Jawoll, sauber. Es ging auch. Eine hinreichende Leistung. Reichweite. Ich glaube, ich werde das mal nehmen. Reichweite ist immer gut. Wenn ihr meint, unser Verbündeter benötigt Hilfe. Ah gut, wir haben gewonnen. Sehr schön. Ja, war ein nettes Spiel. Ich hatte ein paar gute Momente. Ein paar gute Momente waren da, dass ich mein Blizzard gut gesetzt habe und mein Kettekegel gut gesetzt habe. Mit dem Frostring muss ich tatsächlich noch ein bisschen rumprobieren.
Aber wir gucken mal in die Statistiken rein. Da haben wir 21 zu 0 mit Jaina. Das Teamplay lief ganz gut. Tychus war manchmal ein bisschen abseits. Der hat aber halt die Gebäude auch sehr, sehr gut gepusht. Auf der anderen Seite Nova lief nicht so gut bei denen. Aber bei uns lief es einigermaßen ganz gut. Nicht einmal gestorben. Das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, nicht zu sterben. Aber auch nicht zu defensiv zu spielen. Also mit den Frostrüstungen, das ist auch immer eine gute Sache bei Jaina. Ja, Folge 25 war das mit Jaina. Und beim nächsten Mal schauen wir mal, dass wir wieder ein bisschen ganken gehen mit deinen Assassinen. Schauen wir mal, ob wir da was Richtiges finden für uns. Ansonsten bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Ciao.